Hallo Jungs und Mädels, herzlich willkommen zu einem weiteren Teil von The Evil Within 2. Warte! Sieh an, wer endlich wach ist. Wurde auch Zeit. Ich könnte Hilfe gebrauchen. Du weißt, wie man eine Waffe benutzt, oder? Was geht hier schon wieder vor? Kümmer dich um die Seite. Schieß, bis die alle tot sind oder uns die Munition ausgeht. Kapitel Was C. Geht hier vor? Wir können C. Reden. Versteck im Stem. Heute nicht, du Penner. Oh, schnell hin. Das hast du schon mal gemacht, oder? Viel zu viele Male. Ah, sie müssen unbedingt Schnapp dir ein am paar Leben Vorräte. Da kommen noch mehr. Okay. Aber wenn das hier vorbei ist, will ich Antworten haben. Halt mir den Rücken frei! Die Hinterseite. Ich höre noch mehr von denen. Die dürfen sich nicht zusammenrotten. Was zur Hölle ist das für ein Lärm? Scheiße! Vorsicht! Boah, was sind das für Dinger? Egal, bitte sie einfach! Ich glaube, das sind die letzten. Los, wir müssen weiter. Hier lang. Danke. Weiß nicht, ob ich das allein geschafft hätte. Ich bin Esmeralda Torres. Ich bin... Sebastian. Ich weiß. Woher? Sieht aus, als wär's das. Wir sollten verschwinden, bevor noch mehr auftauchen. Nachhut, oder Wie was? Wie bin ich hierher gekommen? Und wer bist du? Keine Zeit für Fragen. Mein Unterschlupf ist in der Nähe. Wir können unterwegs reden. Na los. Trophäe erhalten. Noch ein freundliches Gesicht. Ich warte hier.
Wir müssen leise sein. Es könnten noch mehr von denen hier sein. Sag mir wenigstens, woher du meinen Namen kennst. Landschaftsschutz. Kidman sagte, ich sollte nach die Ausschau halten. Kidman? Sie wollte deine Unterstützung, sollte der Plan schief gehen. Und hier bist du, also... Moment. Warte. Was für ein Plan? Lily hier rauszuholen. Und Mobius. Für immer auszuschalten. Warte kurz. Was ist? Scheiße. Lass mich raten. Da geht's zu deinem Unterschlupf. Vielleicht gibt es einen anderen Weg. Komm. Warte mal. Euer Plan. Kidman hat nichts davon erzählt. Also, ich bin mir ziemlich sicher, dass sie vor den anderen nicht ganz so offen sein konnte. Hier drüben! Einer muss ihn hochheben, während der andere durchkriecht. Okay, ich hebe. Na los! Oh, geht's? Lass mich helfen. Schieb deinen Arsch durch, bevor ich ihn fallen lasse. Okay, hab ihn. Danke. Tough. Echt tough, die Kleine. Brauchst du eine Pause, alter Mann? Bitte. So alt bin ich noch nicht. Also hatte Kidman die ganze Zeit den Plan, Mobius auszuschalten? Eigentlich hatte deine Frau den Plan. Was, Myra? Deswegen ist sie also hier. Sie gehört zu Mobius. Das ist jetzt nicht wahr. Kopf einziehen und verrenk dir nichts. Wirklich sehr lustig, Torres. Du solltest stolz auf deine Frau sein. Sie ist sehr überzeugend. Sie hat mich für ihren Plan gewonnen. Ich verstehe nicht. Sie hat sich denen angeschlossen? Sie fand heraus, dass sie Lily hatten und wusste, dass sie sie nur von innen erledigen konnte. Also machte sie mit und wartete auf den richtigen Moment. Da war sie also. All die Jahre. Verdammt. Das muss ich erstmal verdauen. Bestimmt. Aber bleiben wir bei der Sache. Da müssen wir rüber. Hilfst du mir kurz? Klar, natürlich. Bereit? Alles gut, ich hab dich. Ja, ja, alles okay. Hey, willst du mich hier zurücklassen? Was? Dachtest du, ich lasse dich einfach so hängen? Du bist jetzt Teil des Plans. Na prima. Der Plan. Ja. Wer hat sonst noch bei dieser Meuterei mitgemacht? Nur wir vier. Ich, Kidman, Myra und Theodore. Theodore? Pater Theodore? Pater Theodore. Ich nenne ihn einfach Theodore Wallace. Kennst du ihn? Flüchtig. Aber er will Lily nicht retten. Er will sie für sich allein. Hat versucht, mich zu überreden, Myra aufzuspüren. Dank ihm geht hier alles den Bach runter. Und wie sollte das Ganze nun laufen? Sobald Myra und Theodore Lily haben, wollten Theodore und ich Lily rausbringen, während Myra zurückbleibt, um sich um Mobius zu kümmern. Kidman blieb draußen und sorgt dafür, dass wir sicher aus dem Stem kommen. Scheiße, das sollte doch alles einfach sein. Was ist schon einfach? Was war das? Wo wurde ein Unterschlupf oder was? Ja, von wegen einfach. Was ist? Psst. Scheiße. Probleme. Da. Schnell, mir nach.
Das war der Unterschlupf, ja. Okay. Krass. So viel zu deinem Unterschlupf. Mein Unterschlupf befindet sich nicht auf freiem Feld. Er ist versteckt. Trotzdem müssen wir erstmal an diesen Dingern da vorbei. Siehst du das rote Banner hinter diesem Gebäude? Ja. Darunter ist die Luke zu meinem Unterschlupf. Okay. Ich gehe voraus. Bleib geduckt und hinter mir. Okay. Hör zu. Ich sehe diese Dinger nicht zum ersten Mal. Mach einen Bogen um die, wenn sie brennen. Wo ist der Flammenwerfer-Typ hin? Das müsste die Luke sein. Tja, so kann man es auch machen. Ich hätte ein etwas unauffälligeres Vorgehen erwartet. Zu Hause ist es am schönsten. Und der Unterschlupf kommt direkt danach. Hör mal, flipp nicht aus wegen des ganzen Sprengstoffs, den ich hier habe. Der ist harmlos wie Kuchenteig. Solange ich ihn nicht scharf mache. Okay. Also, was machen wir mit Theodor? Keine Ahnung. Er ist verrückt. Sein Versteck ist der feuchte Traum jedes Inquisitors. Ich sollte froh sein, dass Myra Lily hat und nicht er, aber... Was? Myra hat Lily? Ja, leider sind das keine guten Neuigkeiten. Sie ist anders. Dieser Ort scheint sie verändert zu haben. Sie versteckt sich, um Lily vor Theodor zu beschützen. Und er wird ihr alles zerlegen, um sie zu finden. Ich halte ihn auf. Dann kommt Myra vielleicht zur Vernunft und wir können Lily herausholen. Also erledigen wir Theodor. Ja, aber zuerst müssen wir ihn finden. Wie willst du das anstellen? Ich frage O'Neill. Er hat mir schon mal geholfen. Aber vorher melde ich mich bei Kidman. Okay.
Aber pass auf, was du über das Ding sagst. Sie ist wahrscheinlich mit dieser Echse in der Steuerzentrale. Sebastian? Wo warst du? Hast du Stefano gefunden? Mehr als das. Er ist jetzt Geschichte. Gut. Und Lilly? Ich habe es wieder nicht geschafft. Das tut mir leid. Irgendeine Spur? Die gute Nachricht. Ich hatte Kontakt mit Agent Torres. Ihre Infos waren wertvoll. Das ist eine gute Nachricht. Und was ist die schlechte? Die schlechte Nachricht. Jemand, der mächtiger als Stefano ist, will diesen Ort übernehmen. Und dafür braucht er Lilly. Torres meinte, du würdest ihn kennen. Eine wahre Silberzunge. Verdammt. Ich glaube, ich weiß, wen du meinst. Ich schicke ein paar Sachen in dein Zimmer, die helfen könnten. Halt mich auf dem Laufenden. Ich bin für dich da. Ich weiß. Ich vertraue dir, Kidman. Gut. Dann kommen wir mal zur Sache. O'Neill, Sebastian hier. Bitte melden. Da stimmt was nicht. Ich sollte besser mal nachsehen. Du solltest hierbleiben, um Sprengstoff und Waffen vorzubereiten. Ich brauche deine Hilfe, wenn ich Theodore gefunden habe. Komme ich von hier aus ins Mark? Ja, es gibt einen Mobius-Computer in dem Raum dort. Er bringt dich zu Ausgang 72. Gut. Ich melde mich, wenn es soweit ist. Halt die Ohren steif. Mach ich. Viel Glück, Sebastian. Kapitel 11. Neu verbunden. Kay O'Neill scheint also in Schwierigkeiten zu sein. Torres Tagebuch. Dieses Tagebuch enthält Einträge in einer ordentlichen, femininen Handschrift. Der jüngste Eintrag lautet: Keine Ahnung, wie lange ich schon auf Myras und Theodors Rückkehr warte. Zeit ist im Stem ein recht vages Konzept, und zwar umso mehr, seit Lilly geflohen ist. Eigentlich hätte sie schon längst wieder hier sein müssen. Wenn ich hier drin sterbe, möchte ich nur, dass die Person, die dieses Tagebuch findet, weiß, dass ich freiwillig hineingegangen bin. Vor langer Zeit habe ich etwas getan, etwas, das ich bereue, und deswegen bin ich jetzt hier und warte darauf, Lilly hier herauszuholen. Das ist meine letzte Chance auf Wiedergutmachung und vielleicht auch ein Versuch, ein neues Leben zu beginnen. So oder so habe ich mich diesem Plan verschrieben. Ich werde es durchziehen, komme was da wolle. Aber es ist offensichtlich, dass etwas schiefgegangen ist. In dem Fall sollte ich nach Hilfe Ausschau halten, wie Kidman es mir gesagt hat. Allerdings bricht dieser Ort um mich herum allmählich zusammen. Hoffentlich kann ich ihn finden, wenn er hineingeschickt wird. Kaffeeautomat. Kaffee ist immer gut. Trophäe erhalten. Verdammt guter Kaffee. Jawohl, ich habe überall mal Kaffee getrunken. Also gibt es keine neuen Unterschlüpfe mehr. Das ist jetzt gen Ende wahrscheinlich. Eine Spiegel ist hier auch nicht. Immer noch was im Regal, ne. Und hier muss irgendwo ein Computer zum Mark sein. Da vielleicht in der Nähe ein Spiegel. Ne, hier kamen wir rein. Ja, jawohl, hochwertige Waffenteile und ein Spiegel. Und dann gehen wir jetzt auch durch. Dann können wir uns nämlich auch die Infos angucken, die neuen, die jetzt reingeschickt wurden. Aber erstmal gucke ich jetzt hier. Es ist wieder so wie vorher. Aber es ist auch interessant. Ach, da haben wir ja noch nicht die nötigen Punkte.
So. Gucken, reicht hier was? Keine Schlüssel Sorge, hat wir keine Detective. Neuen, oder? Tut kein bisschen weh. Ich weiß es gar nicht, mal gucken. Nee, den hatten wir schon eingesetzt. Ach, das ist immer noch voll, wie immer. Guck mal hier. So, 6000. Das reicht aber hier noch nicht fürs Letzte. Das waren 7000. Ja, da fehlt noch ein ganz kleines bisschen. Gut, da sparen wir noch. So. Diaz hat nur zwischenzeitlich keine neuen mehr gefunden. Das Kätzchen ist auch wieder da. Na? So, und jetzt gucken wir mal nach den neuen Infos hier hinten. Ah, hier sind schon neue. Ein Dia bekommen. Okay. Jetzt gucken wir erstmal nach den neuen Infos. Über Theodore. Der Bastard hat sich selbst in den Mittelpunkt des Plans gestellt. Er wollte ihn zu seinem persönlichen Vorteil nutzen. Seine Handschrift allein deutet schon darauf hin, dass er ein Psychopath ist. Mann. Die sieht aus wie vom Zodiac-Killer. Handschriftliche Notiz. Kidman. Ich hatte ein ernstes Gespräch mit Myra. Ich stehe der Sache wohlwollend gegenüber. Aber ich glaube, dass weitere Schritte zur endgültigen Lösung ihres Problems unternommen werden könnten. Treffen Sie uns heute Abend um 22 Uhr vor dem Crimson City Resource Theater. Und achten Sie darauf, dass niemand Ihnen folgt, Theodore. Das lässt mich ein wenig hoffen. Artikel aus der Crimson Immerhin Post. Konnte er wohl nicht alle täuschen. Ich muss weiterhin vorsichtig sein. Er hat viele Leute überredet, den Stamp zu testen. Beredsamer Engel oder teuflischer Hüter von Daniel Block, 20. Oktober 2014, Crimson City. Wenn man den Motivationsredner, Autor und spirituellen Sherpa Theodore Wallace trifft, stechen einem sofort seine souveräne Präsenz und sein Charisma ins Auge. Seine große, fast schon imposante Statur bildet einen scharfen Kontrast Gesicht. Dieses Gesicht die Umschläge einer Bestsellerreihe von Selbsthilfebüchern und dient als Aushängeschild für mehrere unter dem Namen MU Center bekannte spirituelle Wohlfühloasen. Aber was verbirgt sich hinter diesem freundlichen und mildtätigen Auftreten? Manche mögen Wallace als Guru ansehen, doch für andere Religionskritiker und beunruhigenderweise auch Angehöriger von Besuchern der MU-Center ist er nichts weiter als ein moderner Sektenführer. Genau, da geht's um die Sekte. Er vergriff sich an verlorenen Seelen, indem er vorgab, den Schlüssel zum Glück zu haben. Langsam verstehe ich seinen Modus operandi. MU-Center, Werbebroschüre. Erscheint das Universum Ihnen grausam und ungeordnet, haben Sie das Gefühl, dass die Welt Sie funkelnden, aber nicht erreichbaren Tant von der Wahrheit ablenken will? Sind Sie überzeugt davon, der Einzige zu sein, der so fühlt? Dann ist das MU-Center genau das Richtige für Sie. Kommen Sie vorbei und werfen Sie die Fesseln der modernen Gesellschaft ab. Treffen Sie Gleichgesinnte, schaffen Sie eine bessere Realität, eine Realität, die Sie und nicht andere für Sie wollen. MU, wir erwarten Sie. Geistiger Führer und Motivationscoach. Kein Wunder, dass er alle davon überzeugen konnte, auf ihrer Seite zu sein. Auf den ersten Blick schien er echt nett zu sein. Dossier über Theodore Wallace. Theodore Wallace, Geburtsdatum 7.3.1968 in St. Louis. Derzeitiger Wohnort Crimson City, klar. Beruf Motivationsredner, Redner, geistiger Führer. Das ist also unser nächster Big Boss und dann geht's dann gen Ende Richtung Myra. So, dann würde ich sagen, gucken wir uns mal das Dia an. Dann holt die Katze uns bestimmt wieder Gehirnflüssigkeit. Mal gucken.
Kidman und er, wahrscheinlich, wo sie die Ausbildung gemacht hatte. Hey, Kidman. Was gibt's, Sebastian? Hab gerade an unseren ersten gemeinsamen Fall gedacht. Du meinst im KCPD? Der Überfall auf das Pfandhaus? Du hast den Fall ganz allein gelöst. Ich war beeindruckt. Das war nur dank dir. Du hast mich angeleitet und mir alles beigebracht. Hast mich auf Augenhöhe behandelt. Ich wünschte, ich hätte früher einen Lehrer wie dich gehabt. Ich wollte dir helfen, zu den Besten zu gehören. Aber die ganze Zeit hast du für sie gearbeitet. Jemand wollte, dass ich ein Auge auf dich werfe. Und sicher gehe, dass sie uns nicht zu nahe kommt. Schade. Du wärst ein guter Cop gewesen. Da bin ich mir nicht so sicher. Meine Personalakte für das KCPD war gefälscht. Den Großteil meiner Kindheit saß ich im Jugendgefängnis. Als Mobius mich fand, hieß es, mitmachen oder im Knast versauern. Wenn du gerade erwachsen geworden bist, überlegst du da nicht zweimal. Ich kenne dich überhaupt nicht. Oder? Ich bin schon so lange bei Mobius. Keine Ahnung, ob ich mich selbst noch kenne. Ich glaube, in dir schlummert immer noch eine Rebellin. Jawohl, genau. Danke, Kätzchen. Jetzt reicht's, glaube ich, auch. Sie brauchen wohl Hilfe, Detective. Genau. So, das haben wir auch fertig. So, gesundheitstechnisch sind wir jetzt auf jeden Fall auf 100%. So, speichern wir mal. So, Jungs und Mädels, sollte euch dieses Video gefallen haben, dann lasst bitte ein Abo und ein Like da. Sollte euch dieses Video nicht gefallen haben, könnt ihr mir auch gerne ein Dislike geben, aber dann schreibt bitte was in die Kommentare, damit ich weiß, was ich verbessern kann. In diesem Sinne, bis denn dann.